Willkommen im neuen Jahr mit einer neuen Ausgabe des Deutschen Handwerksblattes. Unser Coverboy ist diesmal ein junger Mann, der, obwohl gehörlos geboren, den Beruf eines Kfz-Mechatronikers erlernt. Im Heft erfahren Sie mehr über ihn, seinen Lehrbetrieb und über die Förderungen für Handwerksbetriebe, die Menschen mit Handicap eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt geben. Zentral im Magazin auch die Proteste der Handwerker und ihre Forderungen an die Bundesregierung, endlich den Abbau von bürokratischen Belastungen anzugehen und Impulse vor allem für die Bauwirtschaft zu setzen. Wir informieren in einem Rückblick über die Ehrung unserer besten Auszubildenden, der Teilnehmer an den deutschen Meisterschaften im Handwerk und verdienter Ausbilderinnen und Ausbilder. Und wir waren wie immer unterwegs, besuchten unter anderem die Fleischerei Paulmann in Prenzlau und mit Luca Wachs den ersten Karosseriebau-Azubi in der Richtung Caravan-Technik. Außerdem wollen wir Sie gewinnen für eine Postkartenaktion des Deutschen Handwerks. Schneiden auch Sie diese Seite aus, folgen Sie den Hinweisen und schicken Sie die so entstehende Karte an die Bundesregierung. Das DAB-Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Lesen.